Neue Runde Dota 2. Ich übe Task, dass ich den mal gut spielen kann. Das ist eine Option, ist für unser Team auf der Offlane. Setze ich 1000 Mack. Schwierig zu sagen. So ein tolles Team haben wir nicht. Ich setze 500 Mack. So, ich gehe auf die Offlane. Und das ist Geld schon alle. Kann ich auch mal einen Win vorhersagen. Schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe nicht vergessen, dass das geht. It's in the bag. Das Lader da unten. Sehr beliebt auf der Offlane im Moment. Ich glaube, hier oben muss ich nicht hingehen. Da werden mindestens 3-4 Leute sein. Mit Disruptors nochmal extra gefährlich. Ich block mir lieber die Lane hier. Wir werden versuchen, Farm zu bekommen und dann schauen wir mal. So. Ruin für Anti-Mage, was nicht, warum der Razor da oben war. Was ich davon erhofft hat. Und was er jetzt vor allem da noch macht, statt in die Mitte zu gehen. So. Ein Last Hit bekommen. Ja, Ogre auf der Offlane ist ungefähr das Beste, was man sich so erhoffen kann. Der hat so viel Regen, das ist schon abartig. Hat auch 2 Mangos. Na dann ist ja alles klar. So. Mal nach vorne gehen, dass ich die XP von dem Creep abbekomme. Ha! Last Hit. Du wirst bescheuert. Und da kommt der gute Ogre schon wieder. Na, der macht es aber genau richtig. Naja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mal ein bisschen ein schwereres Spiel habe. Ein bisschen gutes Training für den Task. Gold is a great conductor. Regeneration. Oh, how wonderful. Kriegt er jetzt auch nicht viel, bleibt er Level 2. Ja, ich bin fast Level 2 immerhin. Snowball, Ouch, und Disruptor noch. Disruptor und Ogre, das ist ja mal eine nette Lane. Ich hoffe, die anderen Lanes reißen uns genauso viel. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es ganz toll machen. Ja, das ist Level 3. Ups, nicht aufgepasst. Ich mache ein paar Schüsse ab. Nicht, dass ihn das stört mit der Ogre Regeneration. Und 2 Mangos. Mein Mana alle. Aber wir haben First Blood. Von daher. Hast du schon mal ihre Offlane gekillt? Ich
So, mehr wollte ich gerade gar nicht. Die XP von dem Creep noch bekommen. Sehr gut. Gehen wir in den Sideshop. Ich hatte Angst gehabt, dass der Ogre AFK ist. War wahrscheinlich kurz shoppen oder so. Your middle tower is under attack. The prize is mine. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Disruptor, ist immer gefährlich. Ich hole mir mal die Rune. Oben. Ja gut, da können wir nicht viel machen jetzt gerade. Dann gehe ich einfach wieder nach oben, XP grabben. Ja, den können wir leider nicht killen. Lieber den sicheren Kill abgreifen. Der Alchemist natürlich das bessere Ziel, aber das war der sichere Kill. Von daher lieber das so machen. Ne? Ich bin es gewesen, wir haben vielleicht sogar noch da den Kurier bekommen können. Ah, dann hätte ich den Disruptor nicht bekommen. Nur eins von beiden geht. So, dieses Thema noch graben. Dafür, dass der zwei Mangos hat und eigentlich Spells spammen kann bis zum Umfallen, macht er relativ wenig. Das macht er, also er zont mich einigermaßen okay. Aber er könnte mich auch mehr harassen. Ich habe immer noch drei Tangos. Das hat er mir nicht gegönnt. Generation ist so geil. So, war Last jetzt wieder hier. Das juckt ihn alles so gar nicht. Das ist so super. Oh, ne, mir doch egal. Naja, ich habe mit meinen drei Tangos jetzt auch nicht die großen Probleme. Ja, der Ogre ist Mist. Ist ja ein bisschen spät gesehen. Habe ich dich vielleicht gerade gerettet mit dem Snowball? Danke, dass er nicht da wieder reingeht. Puh. Ha! Das habe ich letztens in dem Teamspiel gar nicht geschafft, diese Snowball-Saves. Diesmal hat es geklappt. Meine Mango benutzt. Den geilen Snowball-Save. Bossley rockt hier den Task. Your top tower is under attack. So, dann weiß der demnächst, wie es in den Teamspielen aussieht, wenn ich die Saves mache in der Mitte mit dem Task ständig. Was macht er jetzt? Hä? Der hat eine volle Bottle. Ey, was für ein Idiot. Boah, ist der schlecht. Boah, ist der schlecht. Kommt mit einer vollen Bottle, geht sofort weg. Und die volle Bottle für nichts verwenden. Anstatt wieder... Alter, was für ein Idiot. Wahnsinn, das verheißt Gutes für das weitere Spiel. Zum Glück liegen wir vorne.
Gegen Alchemist ist trotzdem ärgerlich. Meine Herren. Das Mana hätte ich vor allem auch gut gebrauchen können. Noch mehr als die HP. Jetzt muss ich außen rumgehen. Ah, das war so offensichtlich. Ich wollte die Creep Wave nicht daneben. Ah, habe ich gut gekriegt. Von dem Snowball und dann war es nicht nah genug. Fuck this shit. Fuck this shit. In dem Spiel sind Drums gar nicht verkehrt. Na gut gemacht. Einfach weg, TP'd. Oh, ich werde geheilt. Was ist da denn los? One's middle tower being attacked truly does send such a rapturous flowing through one's veins. Was ist da denn los? Killing spree. Your middle tower is under attack. Snowball fight! Sehr schön. Ist mir noch leichter gemacht, da rauszukommen. Ich habe keinen Mana. Ich bin gerade genug Mana für das Sigil, was wir da hinten noch ein bisschen helfen können. War auch nicht genug. Lennart fragt, ob ich ein Lieblingsteam in Dota 2 habe. Da bin ich relativ unkreativ. Ich mag Na'Vi immer noch gerne, einfach weil ich Dendi mag. Soneko finde ich zwischen auch ziemlich super. Dann mag ich Evil Geniuses auch. Und Secret wegen Puppy. Ist irgendwie alles so einfallslos. Aber es gibt auch so ein paar andere Teams, die ich noch mag. Na. Kann ich da oben nicht helfen? Okay, doch nicht. Ich dachte, er macht vielleicht ein bisschen Overcommitment oben. Wie sieht's da denn aus? Was wollte ich noch sagen? Es gibt noch ein paar andere Teams, die ich gern sehe. Müsste ich nochmal nachdenken, aber ich habe jetzt nicht so. Sonst nicht so viele. Ja. Fuck. Den Ogre bekommen, aber mehr leider auch nicht. Kam ich an den Disruptor nicht mehr ganz ran. Ich bin immer zu langsam mit dem Varus Punch. Das geht irgendwie besser. Das verkacke ich immer noch. Jetzt habe ich hier auf Autocast machen, sodass wenn ich reinrutsche oder ob ich das. Ich cast das immer, dann breche ich das irgendwie nochmal ab. Und es dauert immer zu lang. Man hat es wieder gesehen. Ewig nicht den Varus Punch gemacht. Allein, ich mag Loda nicht. Ich finde den unsympathisch. Das weiß ich nicht.
nichts Schlimmes, jetzt nichts Krasses, aber ich finde ihn echt krass unsympathisch. Ich weiß aber irgendwie ein paar Mal Interviews gesehen und ein paar anderen Sachen. Und allein deswegen kann ich Lions nicht so mögen. Kuro ist super. Kuroki ist natürlich auch super sonst. Mid tower taking damage. Radiant have fortified. Da dachte ich, wir wären schneller und mehr und besser am Tower, als wir es waren. Total verschätzt, ganz offensichtlich. Ups, ich mache mal das Kabel von Mikro andersrum hin, dann hängt das besser. Heute mal unnötige Quatschaktionen wie die gerade eben unterbinden. Kann da nicht dazukommen. Ich wollte ganz gerne nach unten porten und das dann checken mit Sigil oder Shards, aber. Autsch. Das tat weh. Ja, Jesus. Allerdings. Das tat eine. Das war in der Tat schmerzhaft. Ja, der ist hinüber. Überlebt. Doch, okay. Wow. Ein bisschen weit gechased. Gut für uns. I'm under attack. Na, ist da nach links gegangen. So, ich hab die Drums fast fertig. Müsste mir mal. Eigentlich eine Bottle wäre auch nicht schlecht. Ich brauch eigentlich echt eine Bottle. Mein Mana-Verbrauch ist ja nicht mehr heilig. Ich glaube, Bottle noch mehr als die Drums gerade. Ist ja Wahnsinn. Kannst du vergessen ohne Bottle. Muss ich mir merken, für die nächsten Male Task. Oder hier oben. I am not your bottom tower, but if I were, na, können wir nicht da hinten damit den Weg abschneiden? Wenn da hinten rausgegangen wäre. Anscheinend nicht. Wollte ich die Wave schnell pushen und da dazukommen, hätte ich vielleicht doch lieber einfach durchgerannt. Wäre besser gewesen. Wir holen uns mal schnell den Tower hier. Wir müssen den Trade machen. Enemies top tower destroyed. Ich
Drums auch fertig. Drum of Endurance. Was brauche ich als nächstes? Wahrscheinlich den Blinkdagger. Oder die. Pass auf. Pass mal auf. Juggernaut ist da. The jingle of home. So, wir müssen eher mal die anderen abfangen. Voll reingelaufen. Können wir nur traden. Die sind Tier 1 gegen Tier 1. Aber sie machen wahrscheinlich mehr Druck auf den Tier 2 gleich. TP'd jemand. Ja, ein bisschen hätte er schon mit drauf schießen können. Der Razor hätte zumindest ein bisschen mehr Schaden gemacht. Naja. Ist was haben wir herausgekriegt. Na, mal lieber hier lang gehen. Ist gesünder. Jetzt kann ich mal stacken, wenn ich gerade. Ups. Schneller. Autsch. Okay, völlig vom Team getrennt. Noch ein bisschen slowen. Ah, wie viel nimmt er da auf? Okay. Ja, konnte den Slider ein bisschen weghalten, aber dann haben wir sonst keinen Schaden gemacht. Was hat denn der Anti-Mage? Battle Fury Yasha. Oh, immerhin. Könnte ein bisschen näher sein. Aber mein Gott, passt schon. Alchemist mit Mechanism. Your bottom tower is in ruins. Sieht mit dem Mid-Tower aus. Bisschen Schaden untergebracht inzwischen, aber auch noch nicht wirklich viel. Erstes auf dem Desolator Gear oder auf dem Blinkdagger. Hm, hier unten wenig Vision gerade. Sind Juggernaut und Slada, schon gut zu wissen. Alki in der Mitte. Als auch Ogre.
Das Blöde, jetzt können natürlich runter TP'd sein. Ich hoffe, dass wir irgendwo einen Support alleine erwischen. Also unvorsichtig werden die nicht sein, denke ich. Glimps und so. Razor. Etwas Achtung geben. Autsch. Das Glimps. Urana, warum denn so spät leapen? Du hast doch Leap auf Cooldown. Jetzt killt ihn, komm. Danke. Ja, 3 Kills ist es auch nicht wert. Warum sitzt denn da in der Ecke? Wir wurden von da lang verfolgt. Warum sind denn die anderen noch gestorben? Toller Nickname meint, es blinkt wäre besser im Angesicht von Omni-Slash. Naja, dafür ist auch da. Und so jemand wie den... Das ist nicht ganz ideal. Hallo? Bist du irre? Bist du irre? Der hätte nach oben blinken können und wegkommen. Komm mal mit. Der Juggernaut ist leider hier, der immer noch Aegis eigentlich. Da hat er schön Free Farm gehabt da oben. Da ist der Blinkdagger. So, zack, 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 zack. Wir müssen halt nur Space für den Anti-Mage machen. The Dire have rejected Roshan's petition to continue. Ja. Der EM soll splitten. Warum kommst du denn zurück?
bisschen vorsichtig sein. Der endlich hätte einfach Split pushen sollen. Wir haben den überhaupt nicht gebraucht für die Scheiße. Wir haben es extra gesagt, Split push. Konnte in den Kampf echt nicht viel beitragen. Das hat sich irgendwie schon ein bisschen angedeutet im Early Game, dass das nicht ist. No one go defend top tower. It needs to learn to defend itself. Top tower under siege. Your top tower has been destroyed. Ein Greedy Support halt vor allem. Das ist das Problem. Wir haben Greedy. Na guck, kann doch mal einen Kampf gewinnen. Ist doch gar nicht so schwer alles. Der EM kann jetzt schön da pushen. Ich mache als nächstes einen Lotus Orb für den AM. In dem Twitch-Chat gibt es eine Kneipenschlägerei. So muss das sein. Was, wenn den Mid-Tower nicht? Was? Wo haben wir den Mid-Tower denn nicht bekommen? Nimmst hast, bis das Spiel bis dahin vorbei ist. Haben wir auch nichts von.
ready. Das ist halt gut, dass du es genommen hast, Anti-Mage. Bist du dumm? Wenn er wenigstens ein bisschen was davon gehabt hätte. Double Damage, Regen-Rune, irgendwas. Selbst eine Bounty, wurscht, ob meine Bottle voll ist. Aber das nur nehmen, um sofort zu blinken und dann nichts davon zu haben. The fuck, dude. Okay. So, wie viel Safe Gold habe ich? 1300, okay. So, ich habe Link Dagger. So, wie lang ist die Fate Time? Okay, we're unpaused. Go, 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 kill, 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 ziemlich schnell. Dum, 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 dum. So, was kurz, das Mikro mal, das hängt ein bisschen komisch. Okay. Isn't it nice knowing that material consumption brings lasting happiness? Das fahren aber echt ziemlich langsam. Für uns. So, ich brauche den Lotus Orb. Ist zum Glück auch nicht so teuer. Illusion.
Okay. Jungs, alle miss. Wir laufen da unnötig rein. Warum pusht der Anti-Mage nicht weiter? Ja, allerdings. Der Anti-Mage von Split-Pushen hat er noch nicht so viel mitbekommen. Warum denn Let's Go? Kämpft mal in der Base vernünftig. Autsch. Okay. Ist halt zu weit draußen. Naja, ist ein bisschen outfarmed. Ja, was war das Problem? Ich bin zu eilig reingegangen. War trotzdem ein ganz nettes Spiel, ein paar coole Aktionen gehabt. Und hat man eigentlich 40 Minuten mit nur als fertiges Item eine Black King Bar? Stimmt doch auch irgendwas nicht. Autsch. Ja. Ja, war trotzdem ein nettes Spiel. Aber das hat das Problem, wenn die... Wenn es sonst anscheinend nicht so klappt. Was haben wir denn? 3-8. Und dadurch, dass ich jetzt am Ende oft gestorben bin und nichts mehr gemacht habe und auch nicht wirklich was gemacht habe, ist irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem Farm da passiert ist, von dem Razor zum Beispiel. Den Anti-Mage hätte mir einfach ein bisschen mehr Split pushen lassen sollen. Wir hatten zwei gute Situationen, wo er einfach hätte Split pushen können, wo wir in der Mitte hätten, wir hätten halt ein bisschen easy verteidigen können und nicht diesen schlimmen Kampf, wo ich dann, wo wir dann reingehen, um den Anti-Mage zu retten, weil wir Schiss haben, dass er stirbt. Aber... Ja, macht auch Spaß, ein bisschen den Task zu üben. Wäre halt bloß cooler, wenn es dann... Es war ganz cool eigentlich, dass oben die Lane schwer war mit dem Ogre und dem Disruptor. Das war echt eine schwere Lane und das fand ich ganz cool. Dass man auch in einer schweren Lane da gucken muss, dass man seinen Farm bekommt und seine Level. Das hat sogar ganz gut funktioniert. Von daher fand ich diesen Teil ganz gut. Aber
Ja, dann hätte es halt wenigstens auf anderen Lane gut laufen. Es hätte eigentlich gar nicht so schlecht laufen können. Oben war doch fast die ganze Zeit die Tri-Lane. Tja, naja. Schade, schade, schade. Nächstes Mal.